Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ein Rautendrachen fliegen könnt. Der Rautendrachen ist eigentlich die Urform des Drachenfliegens. Dieser besagte Drache, den ich hier verwende, hat eine Spannweite von ca. 124 cm und eine Länge von 152 cm. Er ist glasfaserverstärkt mit den Stäben. Und der Start ist ganz einfach. Eine sichere Startplatz wählen. Die Flugleine könnt ihr 20 bis 30 Meter gleich lang abwickeln und gegen die Windrichtung auslegen. Den Drachen mit der Spitze nach oben von einer zweiten Person in den Wind halten lassen. Oder ihr macht es, wie ihr hier seht, alleine. Hier in dem Fall haben wir 20 km/h gehabt. 20 km/h ist Windstärke Nummer 4. 4 Barrelford. Das heißt, dann könnt ihr sogar einen Rautendrachen ganz easy peasy alleine steigen lassen. Auf ein Zeichen hin in die Flugleine gleichmäßig und ruckfrei anziehen, wobei die Starthelfer den Drachen gleichzeitig etwas nach oben wirft und sich rückwärts aus dem Flugbereich entfernt. Bei wenig Wind ein paar Schritte zurücklaufen, damit der Drache an Höhe gewinnt.